Also wir sind jetzt im Bayerischen Wald bei Neunkirchen im Heiligen Blut, heißt es bei euch. Genau. Und viele von euch, die vielleicht schon ein bisschen aufmerksamer geschaut haben, die wissen, wir sind jetzt beim Sepp Maurer in der Sportschule Kinema. Also wirklich, danke mir von ganzem Herzen, dass ich bei dir sein darf. Sehr gerne, sehr gerne. Wir haben jetzt eine kleine Rundführung da drinnen gekriegt und ich muss sagen, Sepp, was du da geschaffen hast, ich habe mir schon gedacht, wie kann man das in einem Leben hinkriegen? Das ist brutal, was wir da drinnen gesehen haben, aber vielleicht einmal ein paar Worte zu dir vorher. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her und was ist die Vision hinter dem, was wir heute da drinnen sehen? Na gut, eigentlich bin ich ja Koch, eigentlich. Ja. Und zusammen mit meinem Bruder sind wir in einem Wirtshaus aufgewachsen. Das gibt es seit 160 Jahren und haben wir beide Koch gelernt. Mein Bruder ist dann Koch geblieben, ich nicht. Das ist auch besser für die Welt, dass ich kein Koch geblieben bin. Genau, und dann, ich habe selber Powerlifting gemacht und jetzt haben wir uns halt ganz, ganz extrem mit Sportwissenschaft beschäftigt, Leistungsdiagnostik und mittlerweile leben wir halt davon und betreuen wir halt alle Sportarten eigentlich. Ne? Also vom MotoGP, dann seit Neuestem jetzt dann Motocross, dann Triathlon, also jede Sportart, Ski, Alpin, Eishockey, weiß gar nicht, was wir momentan nicht machen. Und ganz, ganz wenige Bodybuilder. Tim Budesheim war erst da. Ja. Ne? Und Manuel Bauer, mein alter Freund. Ne? Wir sind mal so Donnerbuddies. Ne? Und ja, und du. Ne? Und das bist eigentlich jetzt der Dritte. Soweit ich mich erinnern kann, der war jetzt da dieses volle Programm gekriegt. Dankeschön. Genau. Und jetzt schauen wir uns einfach das einmal an, weißt du Geld, weißt du beieinander bist. Und dann hoffe ich, dass wir mir am Ende des Tages dann oder am Ende des zweiten Tages dann für dich eine Lösung finden. Ich hoffe natürlich auch, dass wir es hinkriegen, weil mittlerweile zwickt es und kracht schon ordentlich. Aber vielleicht noch ein paar Worte zu dir. Wie ist denn diese Leidenschaft entstanden? Ich habe ja natürlich vorab ein bisschen was gelesen, ich habe schon verkehrt von dir. Du bist ja selber Motocross gefahren, Ski gefahren, du warst im Powerlifting, du warst Strongman und du hast ja doch in der Vergangenheit einmal eine schwere Verletzung gehabt, die dich vielleicht in diese Richtung ein bisschen reingebracht hat. Wie ist denn das entstanden? Eigentlich hat sich mein ganzes Sportlerleben immer eine Frage gestellt, warum kann mir keiner was zeigen? So war eigentlich das, ne? Ja. Weißt, und egal was das war, ich bin sehr gut Ski gefahren, war es die Frage, warum zeigt mir da keiner was richtig? Dann habe ich Judo gemacht, war ich nicht schlecht, dann Motocross und es war immer die Frage, warum zeigt mir keiner was richtig? Dann Powerlifting und dann, wenn wir halt mir alle so aufgewachsen sind, Internet hat es ja keins gegeben noch, damals, du bist dann jünger wie ich. Ja. Ne? Und dann war immer letztendlich die Frage, warum hat da keiner für dich einen. Warum hat keiner für dich eine Lösung? Das war einer sagt, du schau, so musst du heben, so musst du trainieren, die Nebenübungen musst du machen und so weiter. Und dann passieren ja, dann vergingen ja Jahre des Irrtums. Jahre des Irtums. Da was du sagst, welche Wiederholungen sollst du machen, in was für einen Winkel, weil sollst du dann zu ihm. Und dann im Bodybuilding wahrscheinlich, im Bodybuilding explizit da jetzt die Schlimmste, da was du sagst, du siehst dann jemanden mit genau diesem großen Arm, den du haben möchtest und denkst dann oder glaubst zu meinen, dann machst du auch diese Übung und dann wird dein Arm auch so. Ja? Und es waren auch hunderttausende von Fragen und dann haben wir durch meinen schweren Unfall dann, sind wir auf die Idee gekommen, haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt der Sache auf den Grund und mittlerweile sind jetzt da schon 25 Jahre vorbei, da wo man jeden Tag nichts anderes tun, weil auf der Suche zum sein, dass irgendjemand stärker wird oder besser wird oder schön. Ja. Also die Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ja, das kann man schon sagen. Ja. Sehr schön. Das kann man schon sagen. Gut, dann sage ich schon mal danke. Sehr gerne. Und wir schauen uns das jetzt einmal an. Jetzt geht's los. Schauen wir rein. Okay, also schön, dass du da seid. Danke dir. So, erzähl mir einfach mal allgemein die Situation. Fangen wir einfach mal an. In jeder Doppelblitz befindet man sich ganz klar, das Becken steht schief, Wirbel sein, fort, blick gesagt, Achterbahn. Ich habe Schmerzen, jetzt werden es immer mehr, also jetzt wird es fast ein bisschen akuter, so Lendenwirbelbereich, Hüften eher links. Habe lange Zeit das Gefühl gehabt, meine linke Hand ist immer da, besonders der kleine und der Ringfinger, blöd gesagt, das geht bis Vierer. Bringe überhaupt keinen Druck auf den linken Lat drauf. Im Training spielen zwar ganz gut, bringe aber keinen Druck drauf. Echt? Also ich kann nicht spannen, rechts schon, links nicht. Ja. Und ich habe da rechts einen Nervenschaden auch schon gehabt, muss ich sagen. Da hinten, da war ich beim Ritsch damals, weil der Physio irgendwie gemeint, hey Fabian, da fehlt der Muskel. Ich habe gesagt, was, da fehlt der Muskel. Ja, da hat mir nicht weiterhelfen können. Ich bin zum Ritsch gefahren damals und der hat gesagt, hey, du hast einen Nervenschaden. Der fehlt der Muskel, aber du hast einen Nervenschaden, du hast nichts gerissen oder so. Der hat gemeint, fürs Bodybuilding komplett untypisch, weil er diese Nervenschäden nur von den Handballern kennt, von diesen Überkopfbewegungen, vom Aufschlag.
Jetzt fangen wir mal an, wir zwei dann. Mhm. Machen wir mal so eine Mischung aus Osteopathie, Heilpraktik, Sportwissenschaft. Schauen wir die mal komplett an. Im Anschluss dann machen wir eine segmentale Wirbelsäulenvermessung. Ne? Mhm. Das wird dir auch dann sehr viel bringen und messen wir jetzt einzelne Segmente. Und dann im Nachmittag machen wir Elektromyogramm, oder? Das ist Blut und Urin. Mhm. Blut und Urin, genau. Mhm. Mhm. Dann Elektromyogramm, genau. Mit Magnet. Mit Magnet, ja. Genau, mit Magnet. Genau. Und das ist natürlich dann super. Und es gibt zum Beispiel, komischerweise haben wir das viele Bodybuilder, ich weiß nicht wieso, aber das ist schon so eine Krankheit, dass dann im Laufe der Wettkampfzeit oder wenn die immer älter werden, ne, dann neigen manche Muskeln wirklich dazu, dass entweder atrophieren oder dass sie die zurückziehen. Ganz komisch, ne? Aber wir haben da wirklich eine Zauberformel dagegen. Ja. Sind wir ja gerade dabei, kann ja keinen Namen nicht sagen. Da hat sich die Brust zurückgezogen, voll krass. Also das ist komisch, weil es im Bodybuilder so. Weißt du, da geht die Brust wirklich vom Ansatz weg. Ne? Die geht wirklich raus, ne? Die macht auf. Ne? Und da ist auf einer Seite, die geht wirklich raus. Und das haben wir jetzt wirklich hingebracht, also die fühlt sich wieder. Gell? Ja, ja. Gut, aber das müssen wir uns jetzt alles drei nachschauen. Auf jeden Fall machen wir alle möglichen Arten von Tests. Also ganz einfach, alles was wir haben, machen wir mit dir. Heute und morgen. Und dann kombinieren wir das mit ein paar Trainings. Auf jeden Fall eine interessante Erfahrung werden, ne? Cool. Denke ich mal. Genau. Gut. Also jetzt erzählen wir mit deinem Sprunggelenk. Hast du da schon mal Probleme gehabt? Nein, mit dem Sprunggelenk. Noch nie. Ja. Bänders da schon mal gedehnt oder was? Bist du schon mal umgeknackt unten, oder? Auch nicht. Also mit dem Sprunggelenk habe ich eigentlich nie Probleme gehabt. Aber Knie. Knielauf. Knie, was war denn da? Also ich habe eigentlich, solange ich zurückdenken kann, fast immer mit irgendeiner Entzündung von der Patella zum Kämpfen. Ninja Warrior habe ich, leider Gottes auch nicht. Ey! Gedacht, muss man haben. Schon so leicht, oder? Ich habe ihn geschafft. 120. Das war dieses Jahr. Letztes Jahr? Nein, das ist Mann. Im Februar dieses Jahr. Alles geschafft. Jens? Alles, kann ich nicht. Zum Beispiel auch schon? Ja. Nein, kann ich nicht. Ja. Seitdem, mein rechtes Knie. Wenn ich es Eidra, ich kann mich fast nicht mehr auf meine Fersen drauf sitzen. Das tut mir so weh außen. Außen? Außen. Aha, okay. Und warst du da vom Physio schon? Nein. Oder nicht? Kannst du trainieren? Das geht. Also trainieren, das war nur am Anfang, wenn wir schauen müssen, ein bisschen aufpassen. Das geht, ich trainiere eigentlich sehr kontrolliert und das macht mir jetzt keine Probleme. Aber ich weiß, dass was nicht passt. Okay, verstehe schon. Gut. Und dann mit dem Becken, Hüftebecken, war da mal irgendein Problem, dass da jemand gesagt hat, das ist schief, ein Physiotherapeut oder irgendwas sowas? Oder? Schief. Schief. Immer, ja. Weisheitszentren drin oder heraus? Weisheitszentren drin? Ja. Okay. Was ist mit dem Sehen? Gute Augen, schlechte Augen? 1,5 und 1,5. In letzter Zeit schlechter. Wird schlechter? Ja, wird schlechter. Die passt nicht. Ich habe 1,5er drin und da hätte ich 1,75. Danke. Aber stimmt, also wenn ich arbeite, ja, dann merke ich, dann kriege ich alles Probleme. Du sagst viel jetzt letzte Zeit, ich sehe nicht mehr gut, ich sehe nicht mehr. Nein, das stimmt, das hätte ich schon vergessen. Findest du einfach nur da aus? Ja. Und auch beim Fahren, immer. Da reicht es halt nicht lang. Ich merke, wenn ich mich kurz anstrenge, das ist dann schon oft so, dann wird schon alles gescheit verschwommen. Beim Autofahren, ja. Ja. Was ist das? Hast du Tipp schon wieder? Das ist voll spannend. Ja, wir sehen. Hast du gehört, hast du schon mal gehabt, Tinnitus, so ein Pfeifer? Habe ich immer. Hast du immer gehört? Den kenne ich seit ich 10 bin, glaube ich. Das Stille, wenn ich mich drauf fokussiere, die macht mich narrisch, weil ich immer irgendwas höre. Jetzt nochmal die allerwichtigste Frage. Dein Blutdruck und dein Puls, das ist jetzt ganz wichtig. Ne? Jetzt pass auf, jetzt müsste es entweder so sein, dass der Puls relativ hoch ist und der Blutdruck niedrig ist, glaube ich aber nicht. Ich glaube wahrscheinlich, dass der ohne Blutdruck ein bisschen höher ist. Kann das sein? Was meinst du? Ja, wenn ist der obere höher. Gell, das ist so, höher, ja. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gemessen, aber so am Ende von der Off-Season ein bisschen schwerer war, zwischen 140, 150 zu 90. 150, genau. 150 Messer passen. Mhm. Okay. Und dann ist der Puls in seinem Fall dann, wenn er Tinnitus, wenn er das spürt, ne? Wenn er das spürt und vor allem mit der Augenproblematik, wenn er immer schlechter sieht, dann ist der Puls relativ
niedrig. Für ihn, ne? Ist er relativ niedrig. Okay. Mhm. Gut, dann wird die schon so sein. Gut, jetzt pass auf. Jetzt stellst du mit einem auf, mhm. Fabi. Einen Fuß ist so. Ja. Und einen Fuß ist so. Genau, weißt schon? Weißt schon? Jetzt schaust du mit dem Spiegel. Bleibst du mir ganz locker stehen. Und machst du mit den Augen zu. Und so locker, still und so relaxed, wie es mit irgendwie gerade geht. Minimalen Therapiebedarf. Minimal. Minimal. Das brauche ich gleich. Rechte Seite. Wenn du gleich schon bist. Nächstes bei dir nämlich, weil du reingegangen bist, Fabian, ne? Dann habe ich das am Gangbild schon gedacht. Und du hast da rechts einmal, rechts hast du das Band gedehnt. Links, Entschuldigung. Das ist null Pound. Null. Null. So schlecht hat es sich gar nicht angefühlt. Okay, gut. Jetzt machen wir den Mund auf. Der ist sehr gesund. Die Muskulatur ist sehr gesund. Dann. Das läuft. Okay, gut. Dann richten wir jetzt dann das erste Mal das Kiefer. Und dann riecht man Talwirbelsäule, dann riecht man Klemmwirbelsäule und dann riecht man das Fußgelenk. Houston, wir haben ein Problem. Was war das jetzt für Test? Wir haben ein Subscapularis getestet. Das ist ein Muskel und durch das, was wir jetzt befürchtet haben, oder was wir glauben, mit diesem Statikproblem schlug sich das auf die Schulter nieder. Und deswegen war jetzt eigentlich meine Frage, ob er Kurzhantel Schrägbank drückt. Wenn er jetzt gesagt hätte, er drückt Kurzhantel Schrägbank, dann hätte ich jetzt alles verwendet auf der ganzen Welt, dass er sich die schweren Hanteln hochheben lässt. Verstehst? Weil du gar nicht in der Lage sein kannst, dies zum Stabilisieren. Wegen Umsetzen. Also genau. Ich habe mir es nie selber umgesetzt. Gell? Ich habe mir es immer heben lassen. Das denke ich mal. Immer. Das denke ich mal. Kann auch gar nicht funktionieren. Ja. Geht ja gar nicht. Und da war halt das mit Nerven schon. Ja. Also. Genau. Geht ja gar nicht. Ja. So, das ist eindeutig. Ja. Geht gar nicht. Kann gar nicht gehen. Ja. Ja. So. Und das, wir haben jetzt eigentlich fast alles gesehen, was ich will. Jetzt werden wir dann dir das erklären zuerst einmal. Mhm. Das Problem im Rücken ist auf jeden Fall Dysbalance vom Quadratus lumborum, vom viereckigen Lendendarmbeinmuskel und vom Psoas. Ein Anteil vom Iliopsoas im Bauchraum drin. Mhm. Also mal so grob zum Vorstellen, der eine Muskel ist gedacht auf der Vorderseite, der andere Muskel ist gedacht auf der Hinterseite. Der Quadratus lumborum, der hat seinen Ursprung am Darmbein,
lässt dann am fünften Lendenwirbel aus und geht dann zu den Ansätzen zum vierten, zum dritten, zum zweiten und zum ersten Lendenwirbel und zur 12. Rippe. Ne? Das ist der Quadratus lumborum. Der Quadratus lumborum, der kann, wenn du ein gleichmäßiger Zug ausgeübt wird, den Rücken strecken mit. Und wenn du den einseitig ansteuerst, dann neigt er den Körper zur Seite. Also genau dein Problem. Wenn du natürlich jetzt in der Pose stehst und bin jetzt vielleicht ein bisschen ein schlechter Poser. Aber wenn du das Bein nach hinten rausstreckst, ja. Machst du doch, glaube ich, gell? Machst du doch es. Wenn du das Bein nach hinten rausstreckst, verstehst du, dann ist das natürlich das Problem. Richtig. Ne? Dann verziehst du dir natürlich. Das ist genau das. Wenn ich es immer anstehen lasse, dann habe ich die komplette Dichte oben gehabt, einen zurück und alles war weg. Genau. Verstehst du? Ne? Das ist das Problem. Kaum machst du den Fuß zurück, kommst du in dieses Missverhältnis rein. Natürlich hast du vorne dann den Psoas, ne? Also ein Teil vom Hüftbeuger. Und der Psoas, der Hüftbeuger, der geht letztendlich über das komplette Darmbein drüber und geht dann auch, voll lustig, so fächerförmig, geht der dann in die Lendenwirbel sein. Durchs Becken durch. Durchs Becken durch. Ne? Also so grob, das stimmt jetzt zwar nicht, wenn unser Physiotherapeut so hat, der wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber so grob, Agonist und Antagonist, bezeichnen wir es einmal so, die zwei, also der Spieler und der Gegenspieler, hinten und vorne von mir aus, passen nicht zusammen und dadurch kann er natürlich nicht sein Becken richtig strecken. Hast du am Anfang gesehen, wo du auf der Liege gewesen bist, hast du das Becken gar nicht im Teilbrot. Und das liegt natürlich daran, weil dein Darmbeinfuge verstellt war. Dein Darmbeinfuge. Deine Schambeinfuge. Ne? Deine Schambeinfuge. Ja. So, die war verstellt. So, die Schambeinfuge, die war so. Ne? So, das hast du dann gesehen, wenn wir das dann korrigiert haben, hat es zwei, dreimal gebracht. Und dann war das wieder so. Natürlich war das ein großer Teil auch, dass die Beine dann gleich, wieder gleich lang wurden, ne? Das ist ein Teil davon. Und natürlich durch dieses, nehmen wir es mal so, kurzzeitige Behandeln, gehen diese Fehlzüge kurzzeitig weg und hat das Becken Zeit, sich einzurichten. Ne? Dann war das Problem mit der Halswirbelsäule, in deinem Fall, da wo man sagt, dein Hauptproblem war im ersten und im zweiten Halswirbel. Ne? Den Test haben wir gemacht. Da wo du sagst, im Endeffekt hat jeder Wirbel hat eine Bandscheibe dazwischen, außer der erste und der zweite. Ne? Der hat keine Bandscheibe. Siehst du das? Also das ist der berühmte Atlas, das ist die Axis. Ne? Und der Atlas, der sitzt da so drauf. Ne? Und bei dir ist der Atlas halt so gesessen. Ne? Deswegen konntest du den Kopf nicht gescheit dran. Das haben wir also dann letztendlich korrigiert, dass das wieder passt. So, und dann ist einfach der Gedanke der, dass wenn diese ganze Wirbelsäule schön sauber in Position ist, dass dann diese ganzen Strukturen einfach von Haus aus sagen, ich gebe jetzt mal nach, zumindest kurzfristig. Und dann kommt das schöne Gefühl raus, was du jetzt hast. Durch das, dass dieser Atlas nicht richtig in Position war und der rechte Fuß nach außen war das so, dass dieser Subscapularis auf der rechten Seite seine volle Power nicht entfalten kann, weil der nicht die richtige Innovation hat. Das haben wir dann auch rausgewissen. Das heißt, es war dann eigentlich das, wo man sagt, wo man gedacht hat, okay, durch das, dass das Schlüsselbein auch verschoben war, was jetzt wieder passt, was übrigens sehr cool war. Will ich nicht angeben jetzt da. Ja? So, durch das Schlüsselbein auch wieder in Position war und das Schlüsselbein als erstes gestimmt hat, war mir das ja klar. Und das wissen wir alle, gerade im Bodybuilding ist ja eine Lieblingsübung, ist schon Kurzhantel drücken. Und da ist oft so, da wo du auf einmal feststellst, hey, da kommt kein Dampf mehr. Weißt,
gerade beim Umsetzen oder beim Weckerdrucker, weißt du, was du sagst, ich bin so unstabil, ja, obwohl ich gut trainiere. Das ist dann meistens so, dass der Subscapularis dafür verantwortlich ist. Mhm. Nicht der Supraspinatus und nicht der Infraspinatus, das ist meistens immer der Subscapularis. Nicht ganz, ganz selten ist die lange Bizeps, meistens ist der Subscapularis. Okay, gut. Und das passt also, das werden wir beim Training jetzt alles sehen. Jetzt haben wir noch eine Frage. Wir stellen uns jetzt dann nochmal auf die Waage, schauen, ob da überhaupt was passiert ist. Das ist jetzt ausnahmsweise so, dass ich sogar bis jetzt gar nichts machen darf, wenn jetzt da nichts passiert ist. Wenn was passiert ist, ist recht, dann wissen wir auch, von was für einer faszialen Verbindung das kommt. Wenn jetzt was passiert ist, ist es recht. Und wenn nichts passiert ist, dann macht es gar nichts, weil das regeln wir mir durchs Training. So, und jetzt, seid ihr bei mir, jetzt kompliziert, ist noch viel da. Ja, ja. Jetzt müssen wir praktischerweise eine Möglichkeit finden, eine Traktion auf die Lendenwirbelsäule zu geben, am besten eine Traktion zwischen Lendenwirbel 3 und Lendenwirbel 4, weil der Levator Scapulae und der Quadratus Lumborum ein Problem haben, aber dieser Quadratus Lumborum, also dieser viereckige Lendendarm beim Muskel, der da ist, der wird angesteuert aus den Nerven 4, 3, 2, 1 der Lendenwirbelsäule und der vom 12. Brustwirbel. Ne? Also, 12. Brustwirbel, 1., 2., 3., 4. Lendenwirbel, da wird der innerviert, dieser Muskel, der dir das Problem macht. So, jetzt müssen wir aber eine Übung finden, die eine Traktion ausübt auf die Lendenwirbelsäule, die gleichzeitig das Gesäß trainiert, gleichzeitig den Beinbeuger in einen Spannungszustand bringt und gleichzeitig den Iliopsoas dehnt. Verstehst? Und dann ist das Problem weg. Dann ist das Problem weg. Machst du jetzt das eine vor dem anderen oder das andere vor dem anderen oder das andere vom einen, wirst du nie zum Ziel kommen, weil es nicht geht. Also das ist jetzt praktisch der heilige Gral. Also nur mit einem Spannungszustand am Beinbeuger, hauptsächlich am Semimembranosus und am Bizeps femoris geben. Du weißt eh, was ich meine. Eine Traktion auf die Lendenwirbelsäule geben. Nehmen wir es einmal so, ein Spannungstraining auf das Gesäß und eine Mobilisation für die Hüfte und, genau, und eine Dehnung für den Iliopsoas. So, und wenn das jetzt passiert ist, dann wird es nur mit zweimal knacken. Und dann wird sich auch das Kreuzbein einstellen. Und nachdem, wette ich um alles auf der Welt, wird das Problem weg sein. Zusätzlich dazu werden wir das alles anschießen. Ne? Hast du schon ein bisschen gesehen von dem anderen Video. Also werden wir das alles anschießen. Und dann werden wir nur schauen, vielleicht können wir es sogar so machen, dass wir morgen ein Training zusammen machen. Ne? Ja, mega. War auch cool. Ja. Ne? Und natürlich mache ich nur Übungen, da wo ich besser bin. Werden wir wahrscheinlich keine finden, ne? Aber egal. Ne? Man muss nur lange genug suchen. Man muss nur lange genug suchen. Nein, Schmarrn. Das ist sehr freuen. Und ja, vor allem, ne, das war vielleicht nicht schlecht. So, und jetzt, das ist nämlich überhaupt nicht gefaked, dieses Video da, ist ja voll lustig. Jetzt machen wir mal Folgendes, jetzt stellen wir uns mal auf die Waagen, ob da überhaupt was passiert ist. Und wie schon gesagt, egal was jetzt da rauskommen würde, wäre mir echt egal, weil ich mir 100.000%ig sicher bin, dass wenn wir das eingestellt haben mit Training, dass das dann passt. So, jetzt stell dich wieder auf. Dann schaust du mich selber langsam hoch. Mhm. 6. Das war nicht mehr so viel. Nein, da haben wir jetzt schon 4 Kilo weniger. Ja. Aber das passt, das war genau so, wie ich gemeint hätte. Also ich bin in diesem Falle, der ist schon aber gell? Ja. In diesem Falle wäre es mir echt scheißegal, selbst wenn sie da gar nichts tun. Ja. Okay? Weil es ist immer so, das Problem, was du hast, dieses Gelenk ist so riesig. Ja. Weißt? Also da, ich könnte dich jetzt da eine halbe Stunde malträtieren, will ich aber nicht, weil ich will dir ja zeigen, wie wir das lösen können. Ja. Ja? Ich bin der Reinhold, habe früher Powerlifting gemacht, ja, Zeit lang her. Und jetzt, wir machen jetzt praktisch Maximalkrafttestungen vom Rücken, Bauch,
seitliche Bauchmuskulatur, Rotatoren, also Rotation, da machen wir ein Hals, ganz wichtig, eben lateral und auch Rotation. Ne? Und dann kann man halt feststellen, wo du bist überall stark, aber wo es halt dann auch feit, sage ich jetzt mal, von Bauch zu Rücken, links, rechts, Rotation, da wird man mit Sicherheit irgendwo was entdecken, sage ich mal. Jawohl. Gut, jetzt spannen wir mal rein. Ich zähle dann von drei runter, oder runter. Genau, da drückst du praktisch nur den Rücken zurück. 3, 2, 1 und los geht's. Und Gas geben, und Gas geben. Gehen wir, gehen wir, gehen wir, gehen wir. Mehr. Gut. Jetzt schauen wir mal, wie das Verhältnis zum Bauch ist. Das ist eigentlich wichtig. Okay, weil das Verhältnis, wenn ich zusammenstehe, passt der Hüften nach vorne und zu den Herden. Ja, voll. 2, 1 und los geht's. Und Gas geben, und Gas geben, und Gas geben, und Gas geben. Gas geben. Mehr. Gut. Da hakelt es auf jeden Fall. Ja. Was sieht man da jetzt? Naja, er hat jetzt im Rücken 7,60 gehabt und im Bauch 2,55. Aha. Also es wird. Ne? Das ist ein gescheites Ungleichgewicht dann. Da hast du ein wenig Differenz. Ja. Ne? Ich vermute, das sieht man praktisch da an der Grafik recht schön. Oh. Also prinzipiell sollten sie praktisch je gerader die Linie durchgehen, ne? Desto gleicher bist du. Je mehr das ausschlägt, desto anfänglich schlecht ist. Was eigentlich richtig gut ist, weiß ich wie sein. Jetzt haben wir nicht weit weg. Eine Rotation sowieso nicht. Also nicht gut. Und ich vermute das einfach, den Rücken, nicht Buckel, sage ich. Du verstehst mich. Der Rücken halt brutal stark. Ja. Im Gegensatz, der Bauch ist ja auch nicht schwach, aber der Rücken dominiert halt dementsprechend und darum produzierst du halt da immer auch ein Problem. Ne? Lateralflexion ist auch ein bisschen schlechter wie beim Hals, also links, rechts. Ja. Und die Rotation, die schlagt da auch mehr aus, das ist das, was ich gesagt habe. Der Computer schlagt da halt jetzt praktisch, also Brustbewusstsein, war schon an der Zeit, dass man was macht. Das ist aber schon Stadium 4, ja. Ne? Aber Vorfall hast du noch keinen gehabt? Nein. Also ich bin Sophia, ich arbeite seit 3,5 Jahren hier in der Sportschule Kinema. Als Trainer, Sportwissenschaftler, ja. Genau, und wir machen jetzt weiter mit ein paar Tests. Das sind so ganz einfache Tests, die wir in verschiedenen Testpaketen anbieten. Und zwar Blut und Urin. Und dann machen wir nur EMG, also eine elektromyographische Messung von der Beinmuskulatur. Ja. Das erste, das ist wie so eine Art großes Blutbild. Da ist jetzt Albumin dabei, Kreatinkinase, Kreatinin, HDL, LDL. Das heißt Blutfette, Nieren, Leber ist alles dabei da. Triglyceride, alles Mögliche. Und zweites Testkit ist Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, Phosphat. Genau. Ganz wichtig eigentlich für die, für deine Spannung in der Muskulatur, was ist ja selber, Salz und so weiter. Ja. Magnesium für Krämpfe. Und was man auch sagen mag, dieses Gerät, das ist fürs Kapillarblut da. Okay. Also du gehst das heißt, vom Finger. Ah, schön. Genau. Das ist gemütlich. Das ist dann dein momentaner Ist-Zustand. Ja. Das ist jetzt was anderes, wie wenn du jetzt zum Hausarzt gehst und dir da Blut annehmen lässt. Wo wäre der Unterschied? Kriegt man verschiedene Ergebnisse raus jetzt? Eigentlich schon, weil das ist dein momentaner Ist-Zustand. Also jetzt weißt du genau, wo du eigentlich die letzten 24 Stunden gegessen hast, bei Salz und so, hast du jetzt Carboloading gemacht zum Beispiel, sehe ich das auch. Sushi, schau mal, ob es anschlagt. Ja, genau. Ja, cool, ist auf jeden Fall interessant. Genau, und mit dem Urin, da schauen wir am pH-Wert an. Okay. Bist du sauer, bist du übertrainiert? Ja. Zum Beispiel. Cool. Alles sehr gut. Da geht die Fisch raus. Ja.
was ganz interessant ist. Wir haben einmal ein Blut genommen, vor und nach dem Training. Mhm. Dann haben wir den CK-Wert angeschaut, Kreatinkinase. Das ist ja der Marker für Verweis auf Schädigung der Herzmuskulatur. Mhm. Aber auch wenn du jetzt viel trainiert hast, im Übertraining bist, viel Stress hast zum Beispiel. Und das ist so krass, weil der nur im Training ansteigt. Mhm. Also wirklich, wenn du Vollgas Haxen trainierst, dann. Kann im mehrstelligen Tausenderbereich sind, glaube ich. Gell? Genau. Das ist das Gerät zur EMG-Messung. Die Elektroden kommen direkt an die Haut. Die Kabel werden dann verbunden mit dem Computer und der Computer mit dem Laptop. Und dann sehen wir mit den Ausschlägen von der Kontraktion, wenn er willkürlich anspannt, seine Muskulatur. Es kann das sein, dass ein Muskel dann besser, also einer besser anschauen kann als der andere. Und das siehst du dann? Wir sehen die Rekrutierung und die Frequenzierung der Muskulatur. Also genau die Millivolt-Anzahl. Mhm. Und natürlich auch Disbalancen. Links, rechts, was das Medialis im Verhältnis zum Lateralis. Gibt es Leute, die gar keine Disbalancen haben? Nein. Nicht. Zumindest kennt man die nicht her, oder? Also. Oder das Fuß zum Beispiel, hast du, du bist ja auch Sportprofi, sag jetzt mal, du kommst vom Fach, weißt, wie alles richtig geht, kann man Disbalancen eigentlich verhindern? Schwierig, weil wir haben ja alle nur einen Alltag. Ja. Weil du stehst jetzt am rechten Fuß. Wahrscheinlich 10 Stunden am Tag. Ja, kann sein. Unbewusst. Ja. Und dann hast du natürlich mehr angespannt. Und die Muskulatur passt sich halt an, je nachdem, was du tust. Mhm. Und leider ist das unvermeidlich. Mhm. Du misst jetzt einen pH-Wert, oder? Jawohl, pH-Wert des Urins. Genau, schauen wir jetzt mal. Schaut aus wie 5,9. Deiner ist jetzt drunter. Ja. Das heißt alkalisch. Wie würde sich das, wenn man voll übersäuert ist, was für Symptome hat man da? Wenn man übersäuert ist? Ja, müde, schlapp, träge. Okay, dann. Jetzt machen wir die Beinmuskulatur. Ja, jetzt passen wir den linken an. Mega. Also man sieht jetzt schon, die Ausschläge gingen bis ganz auf, maximal die Kontraktion kommt so. Okay. Ja. Schnellbeinstrecke, ganz neu. Noch nie drauf. Also, ich kenne gar nicht mehr. Links vastus medialis, rechts vastus medialis, links vastus lateralis, rechts vastus lateralis. Schaut am ersten Blick schon mal ganz gut aus. Rechts hat er ein bisschen Schwung, habe ich gesagt, für links. Das ist ja ein Training, oder? Das ist ja fast ein Training. Ja. Du hast 2-3 Sätze machen. Ja. Beinstrecker waren wir schon. Beinstrecker waren wir schon, genau, machst du 2-3 Sätze, genau. Und dann mit Desmos mit dir, oder? Genau, dann machen wir dann die 2 Desmos Sätze mit dem Durchschleifen von mit meinem Mund durch. Kann man da immer sagen, was die negativ ist, also exzentrisch und konzentrisch? Ja, also da, die Dichte da, das ist die Konzentrik. Exzentrik, da musst du mehr so Phasen drin. Konzentrik ist schon. Weil das spielt schon, gerade in der Exzentrik. Hast du auf diesen ganz leichten Spannungsverlust, wenn du absenkst, du wirst ganz leicht zittern und dann das sieht man sicher auch da drinnen. Ja. Ja. Du kannst aber in der Exzentrik, hast du das schon mal gehört, in der Exzentrik mehr Muskelfasern beanspruchen oder exzentrisches Training. Du bist stärker. Genau. Mhm. Du nimmst zum Beispiel auch beim Bizeps Curl einen Schwung nach oben und läufst langsam oben, was du konzentrisch nicht schaffst. Eigentlich ist das ja beim SST nicht anders, weil da haben wir ja noch ein Topset. Haben wir die Exzentrik, die wir kontrollieren, nach einer 10-sekündigen Pause hilft halt der Trainingspartner in der konzentrischen voll rauf und exzentrische senkst du dann ab. Konzentrische Hüfte, die exzentrische senkst du dann ab, bis du runterfällt, bis du nicht mehr kontrollieren kannst. Ja. Droppst wieder und dann kontrollierst die konzentrische. Ja, also vom Prinzip, glaube ich, macht man sich das da ein bisschen zunutze, dass man einfach da mehr Power hat in der Exzentrik. Ja. Machen wir jetzt erst das mal Folgendes. Machen wir jetzt mal nehmen. Ja. Ne?
und ganz normale. Einfach eine stinknormale Gurke. Du stellst dir sie, weißt du, du wohlfühlst, weißt du, gut dauert. Ja. Schauen wir da mal nur, hast du einen, ja, einfach mal nur normal und dann suchen wir uns einmal einen bestimmten Winkel raus und dann bringe ich auf deine Sehne maximalen Druck. Ja. Das können wir. Ne? Und dann schauen wir, was da passiert. Das ist jetzt ganz flickig. Dann machen wir ein konzentrisches, exzentrisches, dynamisches, statisches Explosivtraining. Alles, was nicht zusammenpasst. Das passt überhaupt nicht zusammen, aber das wirst du jetzt gleich sagen, es ist sehr lustig. Jetzt rufen wir uns einmal ein. Ja. Du machst jetzt praktisch ungefähr 3 Wiederholungen. Ja. Dann hat er ihn Stopp bei. Schön locker, das heißt, du bist ungefähr bei dir hängen und auf einmal wird es gestanden. Ja. Dann druckst du da drauf, einfach weiter drauf, ganz normal. Ja. Dann lau ich aus und dann schießt es hinterher. Ja. Ne? Ja. Das heißt, ist jetzt sehr schwierig, aber kommst du dann schon rein. Ja. Ist ein ganz neues Gefühl, wird das jetzt. Mhm. Erstklassig. Jetzt kommt dann gleich der Stopp. Jetzt hab ich gleich, achtet gleich. Gas. Pum. Jawohl. Und nochmal. Hobby, Hatti. Gas! Bumm! Und nochmal. Bumm! Nochmal. Bumm! Und drei normale. Jawohl, jawohl. Schau hin, was wir da ausschlafen haben. Schau, das ist so perfekto. Zockt sich jetzt mal weg vom Gefühl her. Immer so. Das muss nach hinten, ne? Ja, ja. Vom Gewicht selber? Easy? Easy. Easy. Ja, ja. Ballern wir noch was drauf, ne? Ausschläge sind, schauen wir da hin. Brutal. Siehst du das? Wenn siehst du, diese statische Aktivierung einbringst, obwohl es den Begriff ja gar nicht gibt, und das dann kombinierst mit einer dynamischen, explosiven Bewegung, dann kriegst du sie in die Ausschläge. Wo es diesen Stopp voll rausschießt. Richtig, dann, brutal. Dann kriegst du die Ausschläge. Ja. Geil. Das wird sich auch gern. Sehr gut. Stopp. Jawohl. Jawohl. Brutal sein. Gas geben. Gib Gas. Stopp, Kim, lass uns zusammen. Jetzt Kim, gib Gas. Gas. Und weg. Gut. Pfeift? Brutal. Ja, irgendein guter Mensch hat da so ein Gerät gebaut. Du bist auf die Idee gekommen. Ja, also man muss fairerweise sagen, das Drum da, das gibt es eigentlich zu 80%, weil es ist von Louis Simmons. Bestzeit Babel, ne? Ja. Wir haben uns halt dann ein bisschen getuned. In welchem Jahr warst du dort? Welchen Jahr war ich denn da dort? 15, ja. 2015, ja. Aber lange eigentlich. Also insgesamt darüber 2 Jahre eigentlich. Immer 2-3 Monate so, mal wieder einen Monat, ja. War schon ein Koryphäe. Für was nutzt das Servus? Die haben einen viel Sprinter, ganz viel. Und Powerlifter natürlich. Ja. Ja. MMA-Fighters und so. Ja. Wird sich jetzt ein bisschen ungewohnt anfühlen für dich. Ja. Ne? Und den Effekt wirst du ja ziemlich schnell danach spüren. Okay. Jetzt gleich, da kommen jetzt gleich ein paar mehr Impulse hintereinander. Ja. Wie fühlt sich das an? Ja. Strom. Kennst du Stromzahlangst? Kennst du das beim Fernseher, das elektrische Fernseher, wenn du das oben auszutust und dann drückst du drauf mit dem Finger? So ist der Hänsel-Impuls. Der ist jetzt gerade anders. Okay. Merkst du? Ja. Ich habe nie Gameboy gespielt, aber das hindert mich ein bisschen dran. Das ist uralt. Das ist ganz crazy. Das ist uralt. Und das bauen seit, glaube ich, 40 Jahren nicht mehr. Wow. Und das ist ein geschwindigkeitsrangsgesteuertes System. Das ist also für Face, also vor allem für den Quadrizeps,
nicht nur so gelenkschonend, sondern so extrem, du wirst das gleich sehen. Ja. Du musst jetzt schon ein bisschen die einrufen, musst jetzt mit kapieren, wo hast du bleibst. Du bleibst praktisch immer dran. Ja. Das Ding geht immer auf den Obi und versuchst immer an dem Polster dran zu bleiben. Okay. Und du gehst auf vollen Pump und gefühlt, ich sag das schon ein bisschen. Gell? Ja. Voll Durchgang. Eins. Jawohl, jawohl. Schön. Auf 40 Sekunden, jetzt vor der Zeit. Okay. Jawohl, jawohl, sehr schön. Jetzt nur 5 Sekunden, Fabi, 5 Sekunden. Bleib dran, bleib dran. Jawohl, 2 Sekunden. Gut. Dann machen wir den Beuger. Beim Beuger. Ah. Immer mein Wechsel, gell? Ja. Dann schießt er wieder. Ja. Gut, der macht jetzt mehr Spaß. Und voll konzentrieren am Beuger, gell? Ja. Also voll, voll eindringen. Voll eindringen. Jawohl, guck, jetzt haben wir jetzt mal so ein bisschen. Drück jetzt an. Jawohl, drück jetzt an. Voll eindringen. Abartig stark, abartig stark. Jawohl, voll eindringen. Sehr gut, sehr gut. Riesenbeine. Jetzt hast du Halbzeit. Jawohl, jetzt hast du Halbzeit. Sehr gut. Mega. Mega. 15 Sekunden. Ganz gut. 10 Sekunden. Jawohl. Steigt ab. Jawohl. Sehr gut. Brutal. Jetzt bitte 15. 5 Sekunden. Besten 5 Sekunden. Besten 5 Sekunden. Jawohl. Und gut ist. Mega. Ja, wir schauen jetzt als erstes einmal, was für eine Frequenz dass der Fabi braucht, dass er die meisten, nehmen wir es mal so, Muskelfasern aktivieren und innervieren kann. Das werden wir jetzt rauskriegen. Das kann jetzt heißen, dass es 75 Hertz sind, dass es 100 Hertz sind, dass es 120 Hertz sind. Das werden wir mal schauen. Und dann schauen wir jetzt gleichzeitig einmal, was er für eine Faserstruktur hat im Oberschenkel. Ob der hauptsächlich weiße Muskelfasern hat, intermediäre hat oder rote hat. Und dann werden wir morgen, wenn wir ganz fertig sind, uns überlegen, ob uns das so passt oder ob wir die ein bisschen umbauen. Das sehen wir dann schon. Wie schluckt er sich, Sepp? Er schluckt sich ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Und er ist auch wirklich sehr, sehr stark. Schau mit, was das Film ist. Das ist super. Der kann jetzt halt nicht mehr stehen. Also er ist jetzt nicht in der Lage zum Stehen. Das ist perfekt. Das haben wir jetzt perfekt geschafft. Das ATP, die haben wir, diese ATP-Speicher haben wir jetzt fast komplett ausgeleert. Was ist der ATP-Speicher? Das ist die erste Energiebereitstellung, was der Mensch oder der Athlet hat. Ne? Braucht ein theoretischer Kreatin, sagt er natürlich instinktiv, was aber nur die zweite Energiebereitstellung ist, beziehungsweise das Kreatinphosphat. Und es hilft ihm jetzt natürlich auch nichts. Jetzt liegt er natürlich dort und jetzt wird dieses Gefühl aber immer schlimmer. Das ist jetzt praktisch, das Gefühl ist immer schlimmer, weil jetzt eine Adaption passiert und das will man natürlich jetzt. Und, aber ich muss wirklich sagen, er ist sehr, sehr stark. Er ist auch wirklich nur ein richtiger Schinter. Und er hat jetzt wirklich eine Hochleistung verbracht. Ich muss wirklich sagen, ich bin ja nicht so der Bodybuilding-Experte, aber der Fabi und der Tim Budesheim, das waren jetzt die zwei, weil er als letztes aktuell da waren. Und man wirklich sagen, diese beiden sind wirklich extrem starke Athleten. Da muss man wirklich sagen, würde man sich täuschen, und da muss ich auch eher ein bisschen meine Meinung revidieren, weil normal würde ich immer sagen, Bodybuilder haben wir nicht so viel Kraft. Das ist aber da nicht so. Dankeschön. Mörderisch. Hast du das so vorgestellt? Gott sei Dank habe ich mir nicht viel vorgestellt vorher drunter. Hätte ich es genauso gewusst, dann hätte ich mir vorgestellt, oh fuck, jetzt bin ich mittendrin, jetzt kann ich nicht raus. Es ist gut, wie es ist, aber boah, es ist intensiv. Aber nicht nur muskulär, es ist halt auch vom Kreislauf brutal. Du schaust vom Gesichtsausdruck gerade so aus, als warst du tief in der Diät drinnen. Ja, tot. Leblos. Sepp, könnte man mit diesen Geräten nachhaltig Muskulatur aufbauen? Ja, Muskelaufbau vielleicht im Sinne von einer Hypertrophie eher schlechter. Also geht natürlich, aber so wie es jetzt zum Beispiel jetzt der Fabian vorstellt, dass du einen richtig hypertrophierten Muskel kriegst, ist das jetzt nicht die richtige, das richtige Trainingsprinzip. Die Vorbereitung aber natürlich,
Muskulatur aktivieren, ne? Das, die Gelenke zu pflegen, in den richtigen, die ATP-Speicher, die Energiespeicher allgemein größer zu machen oder groß zu machen, für das ist das da, da ist es perfekt. Das ist ja viel gelenkschonender, oder? Stell mir vor. Hat fast überhaupt gar keine Gelenkbelastung. Und also du kriegst da vielleicht 4 Gramm drauf, ne? 4 Gramm Druck, retropartilaren Druck, also fast nichts. Und im Vergleich mit einer normalen Beinpresse, also weil wir da vorhin schon erklärt haben, also ein Durchgang da ist ja so bei 20 Durchgänge mit einer normalen Beinpresse. Ne? Und das ist oft schwer zu glauben, außer der, der es probiert hat. Und dann sechs so. Sechs unser Freund da. Der Freund, der Fabian, der hat das jetzt, wenn du es dann selber erlebst, dann kapierst du es erst und wusstest, dass du überhaupt Geld nicht. Du drückst hin und du willst dagegen. Genau. Ich schmerze ein wenig dazwischen. 40 Sekunden, gell? Warte, ich sag dir, wenn es losgeht. Und los geht's. Genau. Und Gas geben. Brutal. Brutal. Ein Fisch. Ja, Wahnsinn. Brutal. Schön schnaufen. Brutal. Schön schnaufen. Wahnsinn. Wahnsinn. Schön schnaufen, gell? Schön schnaufen. 20 Sekunden noch. Schnell schnaufen. Brutal. Wahnsinn. Wahnsinn. Schön atmen, gell? Die Luft halten. 10 Sekunden noch. Gib Gas. Bleib dran. 5 Sekunden. Bleib dran. 5 Sekunden noch. 5 Sekunden noch. Mega. Los. Ich glaube, jetzt hat es mir irgendwas im Schädel geschossen. Kein Wunder. Das ist, schau mal da links um mich. Schau mal, wie die schauen. Wahnsinn. Brutal. Brutal. Ohne Schmarrn. Wahnsinn. Also ohne Blödsinn jetzt. Du bist einer von den stärksten, weil du jemals drin war. Richtig? Warte, ach, fällt mir wieder um. Richtig? Scheiß jetzt. Ohne Blödsinn jetzt. Das ist abartig. Wirklich, das ist abartig. Wahnsinn, 88.000. 88.000 auf 40 Sekunden. Kann man sagen, was da der Rekord ist? Ja, 88.000. Wirklich? Nasch. Ja. Brutal. Brutal, gell? Nasch. Also, wenn es mit. Da 3.500 dagegen geholt noch, gell? Ja. Brutal, also wirklich brutal. Das ist vielleicht schon heftig. Also, noch einmal Schritt, Hause und dann schleifst du noch einmal durch. Also, du hast jetzt schon alles geschafft, was geht. Mehr geht, das ist ja irre. Hätte ich nicht gedacht. Vom Schmerz her, kannst du das mit irgendwas vergleichen? Nein. Es geht so schnell, du hast gar nicht einmal die Möglichkeit, den Schmerz zu realisieren, du schreist es nochmal aus. Es geht gar nichts mehr, das ist so schnell. Bam, 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 bam. Ich hab mir nur gedacht, du druckst die ganze Zeit voll und sie schiebt dich zurück. Und du hältst aber voll dagegen und dann ballerst du wieder aus. Diese Trainings habe ich, glaube ich, 3-mal gehabt, seit ich trainiere, so, wo ich das Gefühl gehabt habe, nach dem Satz, ich bin so tot, wenn ich mir jetzt im Studio am Boden liege, ich kann sofort schlafen. Wann war das? Eins mit Nicola. In Mexiko das Squat-Training. Eins mit Tim, oder? Mit Tim eins. Und eins mit dem Thomas aus dem Stuhl. Ich bin froh, dass wir jetzt noch nur gemacht haben. Aber die Beinpresse dürfte nicht schlecht gewesen sein. Mhm. Also, ich habe einfach voll einig gehabt, was gegangen ist. Das haben wir gesehen. Voll gegen können. Hast du einen Rekord aufgestellt? Ja, anscheinend. Anscheinend. Das war echt. Ich bin einfach durch jetzt. Das kann ich wirklich sagen. So, das ist nicht die klassische Therapie, glaube ich. So was denkst du, ich gehe heute zum Physio, so ja, da weg dahin arbeiten und dann gehe ich heim, ohne dass ich viel selber gemacht habe. Ich bin die Anna und ich mache Physiotherapie. Ich bin Physiotherapeutin seit mittlerweile 13 Jahren beim SEP. Ja. Und was machst du jetzt mit Fabian abschließen? Also ich habe mich jetzt vorher mit dem SEP schon besprochen natürlich und wir werden jetzt erst einmal ein bisschen das Becken noch einstellen, ne, ein bisschen Iliopsoas locker machen, da ist eine Problematik da, ein bisschen ja, unteren Rücken, geil. Und dann machen wir heute unbedingt noch was für die Regeneration, damit der Fabi morgen nicht stirbt. Perfekt, das braucht er. Bin ich halt schon.
für die Regeneration, machen jetzt ein bisschen Neuro-3D. Und zwar ist das diese Maschine, die macht eine Neuro-3D-Schwingung in die Muskulatur. Ne? Mhm. Was die jetzt macht, ist, dass die auch die Säuren so ein bisschen wieder rausspült, die Zellen und die, ja, jede Zelle im Körper und auch die Muskelzellen, die haben ja so Membranen, ne? Wo quasi Nährstoffe rein und raus müssen. Und die sind semipermeabel, sagt man, also so halb durchlässig. Mhm. Und wenn du jetzt ein hartes Training gehabt hast, wenn du viel Säuren hast, ne, dann, oder auch wenn du mal eine Verletzung gehabt hast oder was nicht gescheit angesteuert worden ist, dann verkleben die so ein bisschen. Mhm. Dann ist der Austausch nicht mehr so gut. Und das, was wir jetzt machen, spült das quasi wieder frei, bringt ganz viel Durchblutung rein, ne, und dadurch hast du dann auch eine bessere Regeneration. Mhm. Das ist aber das beste Bild. Na? Erster Tag ist geschafft. Wie war's? Was waren die Eindrücke? Boah, schon ehrlich gesagt fast ein bisschen sprachlos. Also, was der Sepp mit seinem Team da aufgebaut hat, wie die arbeiten, das ist, glaube ich, einzigartig. Also, ich sprich jetzt nur aus meiner Warte und ich glaube ein bisschen aus Eichra so jetzt, was wir da heute alle gesehen haben, also das ist absolut einzigartig, von wie viele Winkel da einfach angegangen wird, wie da gearbeitet wird und vor allem auch, wie motiviert und leidenschaftlich und cool da die Leute sind. Das ist ganz egal, wo man anfängt, das Equipment, die Leute, die Techniken, die Praktiken, aber auch das Verständnis vom Sepp, der da Fragen stellt wie: Hast du einen Tinnitus? Wie siehst du aktuell? Wie ist es mit deinen Zähnen und so weiter? Und der dann auf Lösungen kommt, wo ich mir denke, wie gibt's das? Und ich kann gar nicht sagen, was wir heute erlebt haben. Am besten schaut sich einfach das Video nur mehr an, weil das wird mehr sagen, wie was ich euch da erzählen kann. Ich bin nach wie vor voll überwältigt von den Eindrücken. Das war absolut genial, was wir da heute erfahren dürfen haben. Und ich freue mich einfach morgen auf den zweiten Tag, wo wir euch natürlich wieder mitnehmen. Das wird richtig, richtig cool. Also ich kann nur sagen, ich habe es heute komplett genossen, bin froh, diese Möglichkeit gehabt zu haben und ich freue mich einfach abartig auf den morgigen Tag. Wie lässt du den Abend jetzt ausklingen? Ja, das schauen wir uns immer an. Ich habe gehört, da kann man gut wellnessen, da kann man gut entspannen. Sollte man das noch schaffen, auf jeden Fall braucht es jetzt einmal ein gutes Abendessen, weil ich glaube, mein Gesicht ist mir der Fahrkrone, wie weiß ich nicht was. Das stimmt. So gute Augenringe mal gehabt zeitweise und der Kreislauf voll abgekackt. Das ist jetzt mal heute hochintensiv gerade. Die Beinpresse, Beinstrecker, Beinbeuge, das war gestört. Also jetzt gehört er mal ordentlich reintankt, 14 Take hat und dann sehen Sie, also das war ein heftiger Tag. Das ist nicht zu vergleichen mit einfach so einer Tralalala, ich lasse mich heute durchmassieren beim Physiotherapie. Also das war richtig geil. Wir sehen Sie morgen und ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei seid. Perfekt, du! Und mit oben? Ich bin aber gespannt, was da für ein Signal kommt. Perfekt! Super! Nochmal! Nochmal! Und nochmal! Machen wir noch zwei? Jawohl! Wir machen noch eine. Gut? Jawohl! Ganz gut! Danke! Perfekto. Wie schaut es denn aus? Gut. Schauen wir mal, wa? Wie viel? Wie schaut es aus? Ich will jetzt ja nicht angeben, aber... Also, die Schlechtern sind wir nicht gerade, oder Sof? Mega. Sieht gut aus. Mega. Was super gemacht, Anna. Was hast du jetzt ausgefunden? Ich weiß, das ist Also das Problem an der ganzen Sache ist ja das, wir haben das Problem am unteren Rücken gehabt, nur mal im Schnellverfahren erklärt, also der Iliopsoas und der Quadratus lumborum waren in einem Missverhältnis, die Rektusscheide hat einen Stress gehabt. Nach allen möglichen Einstellen und Hokuspokus und Therapie, was wir gestern gemacht haben, haben wir uns jetzt dazu entschlossen, wir trainieren jetzt diesen unteren Rücken. Dann gibt es ja hunderte von Varianten, wenn man den unteren Rücken trainieren kann. Dann haben wir mir jetzt zuerst
mit einer selbst umgebauten Reverse-Hypermaschine das Gesäß trainiert, auf dem Beinbeuger eine statische Kraft ausgeübt, den Iliopsoas gedehnt und eine Traktion aufs Hüftgelenk ausgeübt. Nachdem wir das jetzt getan haben, sind wir jetzt hergegangen und haben in dieser speziellen Maschine, ich habe es gerade schon erklärt, gibt es auf der Welt zweimal, leider, nicht nur bei uns, sondern auch in einem Studio in der Schweiz. Regt mich mittelmäßig auf, aber ist es so. Und die Maschine, die das, was jetzt der Fabi gerade gemacht hat, das ist jetzt so, dass wir den Ansatz, den Ursprung angenähert haben. Das heißt, wir haben jetzt nicht den Rückenstrecker statisch trainiert und wir haben auch nicht den Ansatz, den Ursprung angenähert, sondern wir haben den Ursprung dem Ansatz angenähert. Und das ist natürlich jetzt voll super, weil wir jetzt diese Strukturen, die wir jetzt gestern eingestellt haben und die, wo die Anna behandelt hat, die wir jetzt alle so gedacht wackelig waren, die haben wir jetzt praktisch wieder gestrafft. Genau, und jetzt werden wir praktisch hergehen, jetzt werden wir noch, wird unser Doktor noch zwei Injektionen vornehmen, da werden wir jetzt dann in die Lendenwirbelsäule stechen, in einem bestimmten Bereich, und werden wir noch versuchen, diese zwei lumbalen Bänder zu straffen, und dann sind wir mit der Therapie fertig. Und dann will ich mit dem Fabi Rückentraining machen. Und da freue ich mich schon. Und ich hoffe, der bringt mich nicht um. Da freue ich mich besonders drauf. Also ich bin schon mal mega happy mit dem, was wir jetzt erreicht haben. Also es fühlt sich auch richtig gut an. Ich muss sagen, die rechte Rückenstrecke fühlt sich auch wesentlich besser an. Ja. Jetzt vorher haben wir doch ein kleines Ungleichgewicht gehabt. Also wir haben jetzt, glaube ich, seit gestern brutal viel geschafft. Wir sind auf einem sauguten Weg. Und auf unser Training, auf das freue ich mich jetzt noch gar schon. Gib mir Gas. Ja, voll. Genau. Also du siehst jetzt eigentlich... Du siehst jetzt eigentlich da, das sind jetzt ja praktisch drei Übungen. Mhm. Mit der Reverse-Hyper haben wir angefangen. Mhm. Ne? Und dann siehst du da herum immer die Intensität in Millivolt. Mhm. Und dann praktisch weiß die Anzahl der Signale in Hertz. Mhm. Ne? Und wenn du jetzt siehst, da steht 28, da steht 32. Also das ist ziemlich gleich. Mhm. Ne? Genauso, wenn es also einfach erklärt, ohne zu viel Sportwissenschaft, ist es so, dass die Ausschläge ziemlich gleich sind. Mhm. Das ist natürlich jetzt für uns dann wichtiger, dass wir das dann im Detail das Ganze zerlegen und einfach dann schauen, wo sind wir da, aber wir besprechen jetzt definitiv das Problem vom unteren Rücken. Mhm. Also was wir jetzt gemacht haben, wiederholen wir es einmal nochmal, du bist praktisch gekommen, nicht schon, dass jetzt dieser kleine Idiotentest, ich sage mit Absicht deswegen Idiotentest, weil die Versuchung groß ist, dass man sich dann immer gleich auf zwei Wagen aufstellt und dann da irgendwas reininterpretiert. Mhm. Ne? Ist auch ganz verkehrt. Also so ein Wagentest, das ist ein Teil von einer Testreihe, ne? Aber das ist nicht der Sinn der Sache, dass man sich jeden Tag auf zwei Wagen stellt und dann gleich eine Krise kriegt, was jetzt da passiert. Mhm. Ne? Okay, aber ist egal. Die zwei Wagen, die waren also unterschiedlich, was zu erwarten war. Dein Problem war, also einmal in der Halswirbelsäule und dann im Becken zum Saucher. Das Becken war das Problem, dass dieser Iliopsoas einen Stress gehabt hat, genauso wie der Quadratus lumborum einen Stress gehabt hat. Dann dieser Quadratus lumborum einseitige Züge gehabt hat. Dann haben wir mir die Halswirbelsäule also eingestellt, haben wir die Lendenwirbelsäule eingestellt, dann haben wir mir vor allem deine Brustwirbelsäule korrigiert, was auch ein großes Problem war bei dir, weil dieser Brustwirbel bzw. diese Rippe, die da nicht richtig gestanden ist, durch das, dass du monströse Rückenstrecker hast, also wirklich sehniriesen Rückenstrecker, ist es für einen Therapeuten, kann der Physiotherapeut richtig leid, wenn die dir korrigieren war eigentlich. Ne? Aber das hat dann passt. Und dann haben wir mir praktisch gesagt, wir versuchen jetzt durch diesen Magnetreiz die gleiche Innervation in beide Rückenstrecker, in die unteren, einfach erklärt zu kriegen, beziehungsweise in diesem Quadratus lumborum. Und dann haben wir die angeschossen und dann haben wir versucht, diesen Quadratus lumborum beziehungsweise die Lendenwirbelsäule richtig zum Trainieren und versucht einen gleichmäßigen Zug auf diese zwei Muskeln
Bäuche auszuüben. Ja? Mhm. So, dazu haben wir eine Übung gebraucht mit einer Traktion auf die Hüfte, einer statischen Innovation auf dem Beinbeuger, vor allem am Semitendinosus, ein bisschen Semimembranosus, aber auch am Biceps femoris, einer Kräftigungsübung für den Po, einer Dehnübung gleichzeitig für den Iliopsoas. Genau, das war's. Das haben wir als erstes gemacht. So, dann ist also eine Traktion passiert auf die Lendenwirbelsäule und auf die Hüfte. Und dann haben wir praktisch mit diesem Eliko-Gerät versucht, einen Ursprung, einen Ansatz anzunehmen. Mhm. Ne? Also, wie schon gesagt, jetzt ist der heilige Gral der, dann haben wir es noch angespritzt. Mhm. Ne? Also, dann haben wir eine Zuckerlösung in Facettengelenke gespritzt, ne? Und haben wir praktisch Punkt, ein Geheimnis draus gemacht, das haben wir jetzt so nicht sagen. Ne? Aber es hat er wirklich super gemacht, unser Doc. Ne? Also perfekt angespritzt und hat natürlich dann durch diese Zuckerlösung nicht nur Bänder gestrafft, sondern natürlich auch Gewebe beruhigt. Und dann sind wir natürlich hergegangen und haben diesen Ursprung, einen Ansatz angenähert. Das heißt, du hast also den Po gehoben im Liegenden, ne? Und hast praktisch auch nicht nur den Rückenstecker trainiert, sondern auch diesen Quadratus lumborum, der auch natürlich den Rücken streckt und eine kleine Seitneigung macht. Und der heilige Gral ja der ist, dass dieser Quadrat, deswegen ist es sehr schwierig zu erkennen, dieser Quadratus lumborum, dass der den fünften Lendenwirbel nicht mitnimmt. Ne? Sondern dieser Ursprung ist ja an der Darmbeinschaufel, okay, dann zu 4, 3, 2, 1 und zum 12. Brustübel. Mhm. Ne? So, und dadurch bist du dann gerettet worden. Ganz einfach. Mhm. Ne? Also ganz easy. Und dann haben wir gleichzeitig auch das gemessen und dann haben wir jetzt gesehen, dass diese beiden Seiten hundertprozentig gleich sind. Mhm. Also wenn du jetzt nicht irgendwo ausrutscht, wenn nicht irgendein Unfall passiert oder sonst was, dann bist du definitiv jetzt gerade. Ja. Das war jetzt der Auftrag, den du jetzt zu uns gegeben hast, dass du jetzt kommst, dass du sagst, hey, du hast dort Probleme und du bist auf jeden Fall jetzt gerade. Mhm. Ich glaube nicht einmal, dass du jetzt da noch große Probleme hast. Es wäre jetzt zum Beispiel auch möglich, dass es jetzt noch ein bisschen nachzückt, weil wir haben doch ein Tier umeinander gezogen. Ne? Aber passt. Gibt es irgendwas, worauf ich da die nächsten Tage speziell achten muss? Nein, gar nicht. Ja. Überhaupt nicht. Das sage ich, das ist das, wenn du jetzt so ein Riesenklopper bist wie du, da war jetzt die verkehrte Empfehlung, das muss einfach repariert werden, was wir halt da haben, heute und gestern, und du kannst da nicht jetzt das umeinander anfangen, ich halte von dem nichts. Das mag schon alles sein, aber nicht bei so einem Riesenapparat wie dir, da muss ich schon locker. Was willst du denn jetzt tun? Dein Beinbeuger dehnen, ich lache mich tot, wenn der Fersen nur 40 Kilo wiegt. Ne? Also das wird nie zum Ziel führen, das glaube ich nicht. Also und da braucht es einfach eine Aneinanderreihung von den richtigen, nehmen wir es einmal so, Behandlungsideen, meiner Meinung nach, und dann macht das, und Trainingsideen, und dann macht das funktionieren. Du hast ein gutes Muskelgefühl, ne? Jetzt musst du eigentlich nur auf dein Muskelgefühl hören, aber das, was das Problem war, das ist auf jeden Fall behoben. Du bist jetzt auf jeden Fall gerettet. Sehr gerne. Genau. So schaut es aus. Sepp, was kannst du die Leute draußen mitgeben, dass die solche Probleme ein bisschen vorbeugen? Also, man muss jetzt natürlich fairerweise noch dazu sagen, der Fabian, der hat jetzt da nicht irgendwas verkehrt gemacht und einen verkehrt trainiert, überhaupt nicht. Ne? Überhaupt nicht. Aber es ist halt einfach so, gerade ein Bodybuilding, und das muss ich schon bewundern, ich bin ja leider keiner, ne? Das muss ich schon bewundern, du musst einfach bestimmte Posen über bestimmte Zeit halten und es ist nur menschlich und nur natürlich, du suchst halt auch immer eine bestimmte Stellung, die dir halt auch gut tut, was dich wohlfühlst. Ne? Und du trainierst natürlich auch immer in einem Punkt ein, wo du manche Sachen gut spürst, ne? Und wo du ein gutes Gefühl hast. Und genauso suchst du natürlich auch deine Übungen aus. Deswegen kann ich nur raten, wenn jetzt einer das vernünftig machen will und die Möglichkeiten hat, die wir bei mir früher alle nicht gehabt haben, dass er sich einfach einen richtigen Trainingsplan erstellen lässt. Ne? Oder dass er sich halt einen guten Trainer sucht, der ihm da hilft. Ne? Und die erste Zeit führt immer alles zum Ziel. Ne? Die erste Zeit wird es immer so sein, die ersten 2-3 Jahre wird es immer so sein, egal wo ich trainiere, wenn die Intensität hoch genug ist, wird das passieren. Mhm. Wenn ich mich vernünftig ernähre, ne, und eine hohe Intensität trainiere, du trainierst übrigens eine sehr hohe, ne, dann wird da immer was passieren. Aber ab dem dritten, vierten Trainingsjahr
manchmal braucht man da einen Plan. Und das glaube ich nicht, das ist meine Meinung, das, hinter dem stehen wir. Du brauchst einen Plan, du brauchst die Idee, was du jetzt tust. So, weil der Fabian hat eine Idee auf seine Art und Weise und du brauchst eine Idee. Und jetzt muss ich von irgendjemandem was abschauen, ob das im Hochleistungssport zum Ziel führt, das glaube ich nicht. Also einfach ein vernünftiges System, ein Plan, eine Idee, die verfolgen und der treu bleiben und nicht versuchen, jede dritte Woche ein neues Trainingsprinzip zu machen, sondern einfach treu bleiben. Und wenn wir schon gesagt haben, viele, glaube ich, machen auch den Fehler, dass sie sich ja dass sie sich mit so vielen isolierten Übungen beschäftigen und trainieren erst zwei Jahre. Ne? Die haben ja da noch gar keine Muskeln, was würden sie jetzt nicht haben? Und dann probieren sie natürlich lauter komische Sachen aus. Ne? Und warten da, dass da irgendeine Sensation passiert. Und die schon irgendwelche Schwächen kompensieren wollen und noch gar keine Muskeln aufbauen, aber ich richtig. Genau. Fancy-Übungen. Ja. Richtig, richtig. Richtig. Und ich glaube, dass das ein großes Problem ist. Und das ist natürlich heute viel schwieriger wie früher durch das ganze Social Media-Zeug. Ja. Ist es schwieriger, aber auf jeden Fall mal sagen, bist du Top-Athlet, da gibt es mir gar nichts. Und mich freut es, wenn einer Bodybuilding so verkörpert, das freut mich. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Und ich wünsche dir viel Glück. Danke sehr. Zuerst mit deiner Familie einmal. Und wünsche euch alles Glück der Welt, dass alles sehr gut geht, dass ihr glücklich wird, dass ihr gescheit zusammenhält. Und dann, wenn das Kind heraus ist und du gibst wieder Gas und dann lass es krachen. Mach's mit ihm. Danke. Bitte sehr. Dankeschön.